Paul Celan schrieb, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Vor wenigen Tagen jährte sich 80 Jahre die Wannsee-Konferenz und morgen 77 Jahre Befreiung Auschwitz durch die sowjetische Armee. Zwischen diesen drei Jahren liegen Millionen ermordeter Menschen, Millionen ermordeter Jüdinnen und Juden, unsere Nachbarn. Und das Ziel, das deutsche Ziel des NS-Regimes war, das Judentum in Europa auszulöschen. Auszulöschen. Unwiederbringlich auszulöschen. Deswegen werden wir morgen wieder gemeinsam erinnern und wir werden darauf hinweisen, dass der Meister aus Deutschland, der Todesmeister, auch hier aus Erfurt kam und Topf und Söhne hieß. Die Verbrennungsanlagen kamen aus dieser Stadt, die in Auschwitz die Leichenberge industriell vernichten und verschwinden lassen sollten. Daran erinnern wir. Aber hier in der alten Synagoge, die über 900 Jahre alt ist, die älteste in Europa, hier wollen wir das Leben feiern. Hier wollen wir sagen, nicht Hitler und der Rassenwahn hat das letzte Wort, sondern das Leben in einer Gemeinschaft, die miteinander in der Vielfalt sich entwickeln will. Und deswegen ist es gut, dass wir gerade 900 Jahre jüdisches Leben zusammen gefeiert haben. Ein Jahr lang. Und dazu ist Achava der notwendige kulturelle Treiber. Achava, hebräisch Brüderlichkeit oder wie wir sagen Geschwisterlichkeit. Wir miteinander. Deswegen freue ich mich, heute Abend wieder bei einem Achava-Erlebnis dabei sein zu dürfen und zu sagen, ja, wir wollen das Leben gemeinsam feiern. Wir wollen das letzte Wort nicht den Rassisten und den Mördern, den Antisemiten überlassen. In einer Zeit, in der der Davidstern missbraucht wird und mit Impfgegner komponiert und damit zur Relativierung des eigentlichen Verbrechens gemacht wird. Insoweit wollen wir feiern. Feiern das Leben, dass wir zusammengehören und dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Herzlichen Dank, Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaates Thüringen. Das war ein Applaus wert, glaube ich. Ja, wir sind hier zu Gast in der alten Synagoge in Erfurt. Ich möchte erst mal Danke sagen, Maria Stürzebecher, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Eine Koproduktion mit dem jüdischen Leben in Erfurt, Achava und das jüdische Leben in Erfurt. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen die Menschen hier im Saal natürlich. Wir haben zum Glück wieder Gäste. Seit knapp zwei Jahren ist es die erste Veranstaltung hier in diesem Hause wieder. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und wir freuen uns, dass wir genau das, wie Bodo Ramelow sagt, das Leben feiern wollen. 1996 war ein Jahr, als der damalige Bundespräsident Herzog die Idee hatte, der Holocaust-Gedenktag. Es war seine Idee, Roman Herzog. Und ich finde, das war spät für Deutschland, dem Holocaust zu gedenken, aber es hat so lange gedauert in diesem Land. Andere Länder haben das früher gemacht, Deutschland 1996. Dieses Gedenken, Sie haben es gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Die Frage der Erinnerung, auch das ist eine große und wichtige Aufgabe von Achava, steht im Zentrum. Aber, und das ist so schön, dass ihr nämlich da seid und dass Donja Fee nachher auch bei uns sein wird. Seine Frau, dass wir zeigen, das jüdische Leben, ihr seid unter uns und ihr seid mit uns. Und es sind drei Generationen, die miteinander heute Abend hier ins Gespräch kommen. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Insofern ganz, ganz toll und Dankeschön, dass ihr hier seid. Euer Applaus. Ja, das Leben feiern. Bodo Ramelow hat es, finde ich, richtig gesagt, weil wir müssen und wollen es feiern. Wir wollen uns erinnern und wollen immer fragen, was hat denn das alles mit uns zu tun? Was geht uns das an? Eva Stocker ist heute zu Gast, Holocaust-Überlebende, jetzt in der Schweiz lebend. Schön, Eva, herzlich willkommen, dass du hier bei uns bist. Dein Applaus.
Und wir sind miteinander viel in Schulen unterwegs. Viele, viele tausend Jugendliche haben wir besucht mit deinen Filmen und haben gesprochen über das Erinnern und haben aber immer wieder auch gesprochen darüber, was geht das euch an und was hat es mit euch, gerade mit den jungen Leuten, zu tun. Und so geht es mir zumindest. Ich hoffe, es geht dir auch so. Wir spüren großes Interesse. Wir haben vorhin drüber gesprochen. David Dambitsch, dich will ich vorstellen. David Dambitsch, aus meiner Sicht, viele kennen die Stimme. Shalom, Deutschland, am Freitag im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk. Sorry, Deutschlandfunk. Kein Problem. Ja, sorry. Es war immer früher so ein bisschen, ne? Wir hatten beide, jetzt haben wir Deutschlandfunk Kultur. Sorry. Ja, ich halte dich, und das sage ich ganz ehrlich und ganz prononciert, für einen wirklich der profiliertesten deutsch-jüdischen Journalisten seit vielen, vielen Jahren. Du bist auch im RBB tätig. Ich freue mich, dass du heute hier zu Gast bist. Dein Applaus. Ja. Von David ist die Idee, zu sagen, lasst uns doch mal über die Jaffes reden, über drei Generationen jüdisches Leben hier in diesem Land. Und wir haben uns vorhin gesprochen zu dem Thema, was ist mit den jungen Leuten? Du hast erzählt von einer Studie, die sagt, junge Menschen interessieren sich mehr und immer mehr für das Thema Holocaust, für das Thema jüdisch sein. Und da haben wir eine Aufgabe, alle miteinander. Und deshalb sind wir heute hier. Herzlichen Gruß sozusagen in die Welt. Ich bin sehr gespannt auf diesen Abend und ich bin ganz besonders gespannt auf Don Jaffe in Bremen. Wir werden ihn gleich erleben. Herzlich willkommen. Einen besonderen Abend, einen nachdenklichen Abend, und bleiben Sie und sind Sie neugierig. Dankeschön. Meine Damen und Herren, guten Abend auch von mir. Das jüdische Leben, das Stichwort greife ich gerne auf, denn ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir jüdisches Leben zeigen und nicht nur jüdischen Tod. Jüdisches Leben kann man natürlich am besten darstellen anhand der Familie Jaffe. Ich darf Ihnen die Familie jetzt vorstellen in Bremen. Ich hoffe, er ist jetzt da. Begrüße ich Don Jaffe. Ich hoffe, die Leitung dahin klappt. Don Jaffe, ich grüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie können ja noch die Zeit bezeugen, die wir später Geborenen uns ja kaum vorstellen können. Als Cellist und Komponist haben Sie Ihren Erfahrungen von Flucht, Verlust und Vertreibung Ausdruck verliehen. Ramon Jaffe, Ihr Sohn, Zeuge der zweiten Generation nach der Shoah. Wie Ihr Vater sind Sie Cellist, ebenfalls in Riga geboren und in Israel aufgewachsen. Und die dritte Generation, Serafina Jaffe, herzlich willkommen, Tochter und Enkelin, Harfenistin und, wenn ich das sagen darf, fast schon ein Kind des 21. Jahrhunderts in Deutschland geboren. Herzlich willkommen, Familie Jaffe. Vielen Dank. Don Jaffe, an Sie natürlich die erste Frage. Sie sind 1933 in Riga geboren und haben vor zwei Tagen Geburtstag gefeiert. Mazel Tov von hier aus und bis 120. Sehr herzliche Geburtstagsglückwünsche nachträglich. Vielen Dank. Lieber Don Jaffe, Lettland geriet in ihrer frühesten Kindheit zwischen die Großmächte Sowjetunion und Deutschland, zwischen die Diktatoren Stalin und Hitler. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Gesellschaft unter Druck als jüdisches Kind, hochmusikalisch, Sohn eines Elektromechanikers und dessen Frau, die ja auch in Deutschland zur Schule gegangen ist? Welche Erinnerungen haben Sie an die Gesellschaft unter Druck damals? Sehen Sie, ich erinnere mich ungefähr nicht mit 3,5 Jahre als Kind. Damals haben wir gewohnt in Riga, in Armut. Und ich erinnere mich sogar, die Straße hieß Petavas in Altriga. Und wir haben gewohnt in einer Wohnung mit zwei Zimmern, aber im zweiten Zimmer hat gewohnt eine andere jüdische Familie. Das Haus stand gegenüber einer Synagoge.
Nu und ich als Junge, mir war langweilig zu Hause sitzen, mir nur im Zimmer. Mein Vater hat keine Arbeit gehabt, obwohl er hat Hochbildung gehabt. Und ich ging auf der Straße und habe gespielt mit Kindern. Die waren verschiedene Nationalitäten. Eine sprach Lettisch, andere Deutsch und manche sogar Russisch. Nun, auf diese Weise habe ich drei Sprachen, wie sagt man, gelernt. Mhm. Und dann kam eine Änderung. Mein Vater hat Arbeit gefunden. Er hat Platz gefunden, wo konnte er eine ganze Gruppe von Elektromechanikern, damit die arbeiten mit dem zusammen und unsere Lage hat sich grundsätzlich geändert. Ja. Können Sie das beschreiben, wie Sie das empfunden haben, wie sich die Lage für Sie persönlich verändert hat? Ich muss sagen, dass für mich war es nicht sehr interessant am Anfang, weil die Straße war im Zentrum, Riedes Zentrum, hieß Mariasstraße, sogar ich erinnere Nummer dieser Straße, dieses Hauses 33 und erinnere sogar, wo wir gewohnt haben, auf sechste Etage. Nun, und was will ich sagen? Und dort habe ich schon nicht gehabt so viele Freunde, aber mit der Zeit musste ich anfangen, in der Schule gehen und praktisch habe ich angefangen mit 6 Jahren. Nun, und dann war es so, dass kam der Krieg 1941. Das war schrecklich. Mein Vater hat studiert in Deutschland und vorher. Und er wusste von Adolf Hitler und hat entschlossen, verlassen Lettland. Und einzige Möglichkeit war, nach Russland zu gehen. Die Russen waren schon vorher da, im Jahre 40. Nun, und wir sind einfach mussten zu Fuß gehen nach russische Grenze. Die war ein paar hundert Kilometer weit. Unter Bombardement. Und dort habe ich mit sowjetischer Armee zusammen auf den gleichen Weg genommen. Und weil anderen Weg kommen, wir konnten nicht. Nun, und dort war unterwegs Bombardement, sogar ich war verwundet am Kopf. Nun, und erste Zeit, wir sind, waren in ein Dorf über die Grenze gekommen, weil so waren wir in Russland. Nun waren wir in einem Dorf, heißt es Danilovo, ich erinnere mich. Nun und weiter
haben meine Eltern versucht, fliehen nach Palästina. Genau. Donja Fee, darf ich ganz kurz eingreifen? Bevor wir sozusagen diese Geschichte erzählen, darüber wollen wir später reden. Ich würde erst noch mal gerne kurz bei Ihrer Kindheit bleiben, weil mich interessiert, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, welche Rolle spielte eigentlich der deutsche Kulturraum bei Ihnen zu Hause? Ich weiß, dass Riga und das lettische Judentum sehr Richtung Deutschland orientiert war, bevor Hitler an die Macht kam. Und ich vermute mal, dass das in Ihrer Kindheit und Jugend diese besondere Atmosphäre auch noch vorhanden war. Stimmt das? Stimmt, das absolut genau stimmt. In meiner Familie sprach man hauptsächlich Deutsch. Und die ganze deutsche Kultur war am nächsten uns. Und ich muss sagen, dass ich habe nie Deutsch gelernt. Und von dieser Zeit habe ich gelernt, damals deutsche Sprache. Und natürlich, es war eine große Zeit, die war verboten zu Deutsch sprechen, als die Sowjeten kamen. Weil sonst hätten die uns verstanden als deutsche Spionen, Juden als deutsche Spionen. Ergebnis könnte sie schon verstehen, was wäre. Deswegen will ich sagen, dass wir sind aufgewachsen praktisch mit deutscher Kultur, in Familie auch. Genau, das wäre für mich das Stichwort. Ich würde sehr gerne Serafina und Ramon, Vater und Tochter, noch einbeziehen. Was bedeutet denn eigentlich für Sie heute deutsche Kultur, Sprache, Heimat? Naja, ich durfte in meinem Leben die ersten Jahre in der Sowjetunion noch oder in Lettland erleben, dann die Jahre in Israel. Und dann, als ich nach Deutschland kam, also nach dem Leben in Israel, weil es waren für mich doch sehr prägende Jahre, so von 8 bis 11. Und ich musste mich schon zuerst sehr zurechtfinden hier in Deutschland. Ich weiß noch eine Situation, also wir waren vielleicht noch 10 Tage gerade da. Und da waren so Jungs, die spielten Fußball und ich wollte mitspielen. Und ich habe mich dazugestellt und in Israel wäre es so, dann komm, spiel mit, doch logisch, klar. Und so, aber es hat mich keiner beachtet. Ja. Und das war erstmal so ein bisschen, ja, musste ich mich umstellen. Aber dann kann ich schon sagen, dass mit den Jahren, also mit dem Lernen der Sprache, ich sprach ja kein Wort, als wir nach Deutschland kamen, Deutsch. Und das wurde dann immer mehr doch mein drittes Zuhause, kann man sagen. Ja. Und natürlich, das ganze Leben hat sich dann hier aufgebaut und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich in diesem wunderbaren Land leben darf und aufwachsen durfte. Wir werden später noch sprechen, Serafina. Sie sind ja nun sozusagen die dritte Generation nach der Shoah. Auch an Sie die Frage, was bedeutet für Sie heute deutsche Kultur, Sprache, Heimat? Sie sind ja hier geboren, Sie sind hier aufgewachsen. Und wenn Sie Ihren Großvater hören und Ihren Vater sozusagen mit, die einen ganz anderen Zugang haben, aber doch eine große Sympathie für dieses Land, für diese Kultur, wie geht Ihnen das auf? Sie sind hier aufgewachsen. Ja, also im Prinzip, ich kenne nicht viel anderes. Ich lebe jetzt in Österreich, aber ich habe sonst bis auf die letzten 3 Jahre mein ganzes Leben in Deutschland gelebt und war vielleicht mal für Konzerte oder für einen Urlaub woanders. Generell muss ich sagen, dass ich das gerade durch die Erzählungen von meinem Opa immer sehr im Hinterkopf hatte, deren Geschichte auch und was sie erlebt hatten. Aber für mich war das natürlich alles sehr weit weg, weil ich einfach immer hier gelebt habe. Und im Prinzip ich kenne einfach das, so wie es hier ist. Und ich bin gerne in anderen Ländern auch, aber ich muss schon sagen, dass ich auch sehr gern hier lebe. Und auch die Kultur hier miterlebe, weil ich muss sagen, die ist schon sehr stark so in Deutschland.
Gibt es denn manchmal innerhalb der Familie Jaffe sozusagen Gespräche über das, was jedem von euch Kultur in diesem Land bedeutet, die kulturellen Eigenschaften dieses Landes? Also die unterschiedlichen, gab es darüber Diskussionen von mir? Würde mich interessieren. Ich meine natürlich jetzt während Corona, wo Kultur natürlich ja, klar. auch ein sehr stark betroffenes Thema ist, gab es viele Diskussionen. Mhm. Generell natürlich über Musik. Wir reden viel über Musik klar. und das ist unsere Welt, da leben wir und da. Genau. Das ist ja auch das Spannende. Ihr seid eben eine Familie von Musikern, wo es wirklich sozusagen durch die Generationen geht. Don Jaffe in Bremen. Ich würde doch noch mal gerne zu Ihrer Kindheit kommen, denn Sie wissen, in Deutschland ist der Antisemitismus im Moment leider wieder ein großes und furchtbar in den Mittelpunkt drängendes Thema von einer Seite, von der man es eigentlich nicht so unbedingt erwartet. Der Ministerpräsident Herr Ramelow hat das ja eben schon in seiner Einleitung kurz skizziert. Was haben Sie eigentlich als kleines Kind vom Antisemitismus Ihrer Zeit in Riga mitbekommen? Die ersten Begegnungen mit Antisemitismus? Erste Begegnung in Riga habe ich mit Antisemitismus nie erlebt. Ja, aber ich wusste nicht sogar, dass ich Jude bin. Und ich wusste auch nicht, dass über Nationalitäten verschiedene in Kindheit. Das war zum Beispiel ein Beispiel, als ich war ungefähr so 5, 6 Jahre, ein deutscher Junge, als wir spielten noch in Riga neben der Synagoge, ja, hat mich einmal so sarkastisch gesagt, du bist doch ein Jude. Und ich war erstaunt. Und konnte nicht verstehen, was ist das, was bedeutet. Als ich kam nach Hause, habe ich Vater und Mutter gefragt, was ist Jude? Die sagten, weißt du, wenn du erwachsener wirst, dann werden wir dir das erklären. Okay. Und auf diese Weise konnte ich sogar nicht verstehen, was bedeutet dieses Wort. Aber als wir sind geflüchtet nach Russland, dort habe ich verstanden, was bedeutet Jude zu sein. Darauf kommen wir noch. Darauf kommen wir noch. Serafina, wie ging Ihnen das denn als Kind in Brandenburg 70 Jahre später? Sind Sie da mal Antisemitismus begegnet? Ehrlich gesagt, nee. Also okay. Ich bin in einem, kann man sagen, sehr behüteten Umfeld aufgewachsen. Da habe ich wirklich gar persönlich keinen Kontakt dazu gehabt. Okay. Natürlich hat man immer wieder was gehört, aber ich persönlich habe keine Begegnung damit gehabt. Don Jaffe, Sie waren ja 11 Jahre alt. Sie haben ja es vorhin schon gesagt, als Ihr Vater 1941 entschied, die damals 5-köpfige Familie, also Mutter, Vater und 3 Söhne, müssten fliehen. Welche Erinnerung haben Sie an diese Flucht? Ich glaube, Sie gerieten sogar in eine Bombardierung. Ja, wissen Sie, ich war nicht 11 Jahre damals, aber ich war 8 Jahre alt, als wir geflüchtet sind. Okay. Ja, und das war schrecklich, wie habe ich schon angedeutet. Ja, mit Antisemitismus habe ich noch nie zu tun gehabt, weil ich praktisch keinen Kontakt zu Menschen viel großen nie gehabt habe zu diesem Zeitpunkt. Genau, aber meine Frage war die Flucht. Welche Erinnerung haben Sie an diese Flucht? Wie ging das vor sich? Wir sind zu Fuß gegangen, diesen Weg von Riga nach russische Grenze und wurden die ganze Zeit bombardiert. Ja. Ja, und natürlich hat man nicht bombardiert auf uns, die Geflohenen, aber auf russische Panzer und Großwagen und Soldaten, die geflüchtet von deutscher Armee, aber wir waren zusammen mit denen.
praktisch. Und weil anderen Weg, wir konnten nicht erfahren überhaupt. Und deswegen wurde ich auch verwundet bei Bombardierung. Und so kamen wir zur russischen Grenze, wie habe ich gesagt, und dort hat man uns nicht durchgelassen sogar. Und dann hat mein Vater gefunden einen Weg durch einen Wald, und wir auf diese Weise die russische Grenze haben überquert. Die Flucht führte ja in Richtung Sowjetunion, aber ihr eigentliches Ziel, also das Ziel Ihres Vaters, war ja eigentlich ein anderes, oder? Ich weiß nicht, welches Ziel damals hatte. Palästina, vermute ich, ne? Ja, aber ich wusste nicht, dass er wollte nach Palästina, weil Achtjährigen erzählt man sowas nicht. Klar. Hat er es Ihnen später erzählt? Hat er Sie Ihnen später erzählt? Nein, es war so praktisch, habe ich zugehört, als wir nach Usbekistan fuhren, ja, und zur Grenze gegangen. Die Stadt war Karschi, erinnere ich mich, das an die Grenze zu Afghanistan. Dann sprach meine Mutter mit meinem Vater und ich habe gehört, dass wir wollen nach Palästina. Aber dort haben wir getroffen auch mein Vaters Bruder mit seiner Frau. Die haben entschieden, dass sollen die Erste gehen durch die Grenze. Und wenn es ist gelungen, dann werden die schicken ein Wort. Und was wird bedeuten, das ist gelungen. Weil wollte man nicht riskieren mit diesen kleinen Kindern. Ich war 8-jährig damals, und dann war mein Bruder, der war 4 Jahre jünger, und noch ein Bruder war, der auch 4 Jahre jünger war als ich. Und mit kleinen Kindern wollte man nicht riskieren. Und dieses Wort kam nicht zurück. Dann hat mein Vater verstanden, dass es ist nicht gelungen, und wir sind geflüchtet. Und geflüchtet, wir sind zum Fluss, einen großen Fluss, Wolga, und dort mit einem Schiff gefahren, und am Ende sind wir zurückgekehrt noch nach Sibirien, in Novosibirsk. Und auf diese Weise haben wir, wie sagt man, unsere diesen Weg für sowjetische Behörden unmöglich gehabt, uns zu finden. Genau, Donja Fehl, was ich wirklich spannend finde, wenn man mal die Linie ins Heute zieht und wenn wir reden über Migration, über Flucht in unserer Zeit, Serafina, wenn Sie sich überlegen, ohne Handy, das gab es damals nicht, und man informiert sich, man kann sich nicht informieren, es gibt nur eine unfreie Presse, gab es damals. Donja Fehl, wie haben Sie denn eigentlich Ihren Weg überhaupt gefunden, der Sie schließlich nach Sibirien geführt hat? Wie hat sich denn Ihr Vater damals in dieser völlig verworrenen Situation informieren können? Ich weiß nicht, mir ist schwer zu beurteilen, weil ich war damals 8 Jahre alt nur. Aber ich weiß nur eins, dass er war ein sehr kluger Mann und alles richtig gehandelt, auch später. Und als wir kamen, sagen wir, nach Sibirien, dort habe ich erfahren, richtigen Antisemitismus, russischen Antisemitismus. Nun, ich musste zur Schule gehen, und wir haben gewohnt nicht direkt in der Stadt, aber am Rande der Stadt.
und man musste gehen durch eine Schlucht, wo Wölfe waren und Menschen gefressen haben. Und dann haben sich viele Kinder zusammen gesammelt und in große Gruppen gegangen. Aber mich hat man nicht genommen, weil ich Jude war. Dann können Sie vorstellen, was für Antisemitismus war. Und dann musste ich alleine gehen. Donja Fee, Sie sind, ich springe jetzt mal nach vorne, Sie sind ja nach Ihrer aktiven Zeit als Cellist Komponist geworden. Und wir wollen dieses erste Kapitel hier abschließen und Musik hören. Serafina und Ramon werden uns zwei Sätze aus Donja Fees allererster Komposition, nun Passionen heißt sie, zu Gehör bringen. Das ist ein Stück für Cello alleine. Zusammen werden wir am Schluss ein Stück meines Vaters spielen. Dann bitte Ramon. Dankeschön.
Donja Fee, wir haben gesprochen über Ihre Flucht, die wirklich dramatisch genug war. Sie haben es beschrieben eben. Was konnten Sie eigentlich nach Ihrer Rückkehr 1944 nach Lettland, kein anderer Ort stand Ihnen ja überhaupt noch offen, zur Rückkehr über Ihre Familie in Erfahrung bringen? Was war geschehen, während Sie weg waren? Muss man sagen, dass die ganze Familie größtenteils meines Vaters ist umgekommen. Die blieben in Lettland. Einzige, dass sein Bruder ist, hat sie gerettet und seine Schwester eine. Andere Familienmitglieder, alle waren tot. Meine Mutter, alle, absolut alle waren tot. Insgesamt war es nicht volle 70 Leute. Was haben Sie sonst noch vorgefunden, als Sie nach Riga zurückkamen? Was war von Ihrem Leben als Kind noch da? Gab es da überhaupt noch etwas, was an das Sie anknüpfen konnten? Nun, ich werde Ihnen sagen, dass ich habe weitergemacht die Schule und versucht, nicht nachzudenken über dieses alles, was passierte. Weil ich habe wahnsinnige Probleme gehabt in Sibirien. Ich musste dort gehen durch eine Schlucht und wahnsinnigen Antisemitismus erlebt habe. Und in Riga, was betrifft in Riga, war ich schon, wie sagt man, vorbereitet auf Schwierigkeiten, Lebensschwierigkeiten. Und deswegen habe ich nicht gedacht an diese Sachen. Und zum Glück habe ich angefangen, mein Vater hat gesehen, dass ich in der Schule habe angefangen zu schwänzen. Ja, hat mich angemeldet in eine Musikschule, fantastische Musikschule für besondere Begabte. Genau, und da haben Sie in Rekordzeit, wie ich gelesen habe, am Konservatorium Riga Ihre Musikausbildung als Cellist abgeschlossen und begannen dort dann auch als Solist und Kammermusiker sowie Lehrer am lettischen Konservatorium Riga zu arbeiten. Doch der Antisemitismus war ja nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer noch nicht gestorben. Er wuchs stattdessen bald wieder stark an. Wie haben Sie denn das erlebt während Ihrer Zeit der musikalischen Ausbildung? Ich würde Ihnen sagen, Antisemitismus war in der Riga auch da. Und besonders in Stalinzeit, Ende Stalinzeit. Ja, so zum Beispiel war inszeniert ein Prozess, Ärzteprozess in die hat man jüdische Ärzte hat man beschuldigt, dass die vergiften sowjetische Regierung und sowjetische Menschen und dann hat sich Antisemitismus wahnsinnig aufgeflammt. Und war es schrecklich zu leben. Und von diesem Augenblick habe ich geträumt, das Sowjetunion zu verlassen. Darauf kommen wir gleich, Donja Fee, auf das Verlassen der Sowjetunion. Ich weiß, dass neben Ihnen Ihre Frau Elsa ist. Vielleicht mag sie ja mal auch ins Bild kommen. Wir würden uns alle sehr freuen, liebe Frau Jaffee, denn ich glaube, das ist wichtig, dass Sie auch etwas dazu sagen. Erstmal begrüßen wir Sie sehr herzlich, liebe Frau Jaffee. Applaus
Ich würde nämlich gerne Sie beide fragen. 1956 haben Sie, glaube ich, geheiratet. Und Ihr Sohn Ramon, der hier bei uns ist, wurde 1962 dort geboren, 7 Jahre später, Ihrer beider Tochter Diana. Was mussten Sie eigentlich alles zurücklassen für die Freiheit in Israel, die dann folgte? Was mussten Sie an Leben zurücklassen dort, als Sie dann rausgingen? Über Israel reden wir gleich. Aber Frau Jaffe, ich bedanke mich herzlich, dass ich auch hier dabei sein darf. Ich möchte mich zuerst bedanken, dass überhaupt meine Familie teilnehmen darf an diesem bedeutenden Festival. Besonders beeindruckt hat mich die Rede von Herrn Ramelow über das Gedicht von Celan. Das war eines der ersten Werke, die Todesfuge, die Don für Chor, Cello und Orgel vertont hat. Jetzt, was wir zurücklassen mussten. Sie müssen wissen, Don war ein Visionär. Wir haben uns kennengelernt, ich war 17. Und er hat mich gewarnt mit 17. Du musst wissen, wenn wir heiraten, bei ersten Gelegenheit verlassen wir Sowjetunion. Das klingt für mich so utopisch wie der Flug zum Mond. Mhm. Für Don war maßgebend auch das. Er war sehr erfolgreicher Pädagoge, darüber kann man sehr viel erzählen. Aber ich möchte nur darauf begrenzen, dass in den Jahren war er der einzige Pädagoge in der Musikschule, der international bekannte Schüler hatte. Nur, er war auch der Einzige, der dafür keine Professur bekam, weil er strikt weigerte, sich in die kommunistische Partei einzutreten. Und als natürlich die Stunde kam für die Abreise nach Israel, einerseits, ich wusste, meine Stelle ist immer an der Seite meiner Familie, meines Mannes, und das stand nicht zur Debatte. Aber für mich das absolut irreal, zunächst. Und wie ging Ihnen das, Donja Fee? Was mussten Sie alles zurücklassen für die Freiheit in Israel? Ich muss sagen, dass ich habe absolut nicht bedauert, irgendwas zu verlassen, dass ich verlasse Sowjetunion. Mhm. Ich habe gehasst diesen Regime, weil der praktisch war gleich wie Nazi-Deutschland. Und Unterschied war absolut keiner. Ich habe gehört, dass hätte Stalin rechtzeitig nicht gestorben, und ich vermute sogar, dass er starb nicht mit eigenem Tod, aber ihn hat man vergiftet. Er hat vorgehabt, mit Juden zu machen das Gleiche, wie was Adolf hat es getan. Und ich habe nur gedacht, dass ich muss nach Möglichkeit Sowjetunion verlassen. Meine Frau glaubte nicht, dass wir schaffen es, aber ich war überzeugt, dass die Stunde doch wird kommen. Und die Stunde kam, als eine Gruppe von Wissenschaftlern, Juden, ja, haben einen Hungerstreik gemacht in Sowjetunion und gesagt, der Hungerstreik wird dauern bis dem Tode. Und die haben verlangt, dass die wollen ausreisen nach Israel. Das habe ich dank, dass ich deutsche Sprache konnte. Ja, habe ich erfahren aus Radio Köln. Und habe ich regelmäßig in deutscher Sprache gehört. Möglichkeit war, hören noch Stimme Amerika und England, aber das hat man
gestört, Sowjeten hatten gestört und man konnte das nicht hören von diesen Ländern in russischer Sprache. Und, aber Englische konnte ich nicht. Und ich habe regelmäßig deswegen Köln gehört. Und als ich das gehört habe, dann habe ich verstanden, jetzt oder nie. Vier Tage, am Anfang habe ich gedacht, die wird man erschießen. Aber plötzlich habe ich gehört, aus nächster Sendung aus Köln, Deutsche Welle, ja, und habe ich gehört, dass die hat man entlassen. Dann habe ich sofort meine Papiere eingereicht und natürlich Risiko war, ich habe zwei Kinder gehabt schon. Ramon war 8 Jahre alt und Diana war 1,5 Jahre. Nun und 29 Tage, ja, ich konnte ein kleines Detail sagen, als ich eingereicht in Riga, habe ich die Papiere, dann mich hat man die Behörde gefragt, ob du willst sterben? Habe ich gesagt, ja, ich will sterben. Und meine ganze Familie will sterben, habe ich gesagt. Dann haben die hatten sich umgedreht und weggegangen. Und nach 29 Tagen warten, habe ich erfahren, dass uns hat man erlaubt, auszureisen. Eine unglaubliche Geschichte. Sie sind dann wirklich nach Israel. Wirkliche Geschichte. Sie sind dann nach Israel. Es ist wirklich gelungen. Die ganze Familie ist nach Israel gekommen. Ramon, Jeffi, Sie waren, glaube ich, 8 Jahre, sagte Ihr Vater. Welche Erinnerung haben Sie denn an diese Ausreise, diese Flucht? Das war ja alles nicht so einfach, als es gelang, dann doch. Also es war, also eine Sache, da bewundere ich meine Eltern heute noch. Ja. Es war, was mein Vater jetzt erzählt, das ist eine sehr vereinfachte Version. Ja. Ja, es war, also in alle Details reinzugehen, das wäre einfach zu viel. Aber was ich unglaublich finde, ist diese unglaubliche Anspannung, die da geherrscht haben muss, dass sie mich das überhaupt nicht haben spüren lassen, diese Anspannung. Ja? Sondern es war für mich damals eigentlich eher fast wie ein Abenteuer, auf was Neues sich einzulassen und die Ausreise und ich erinnere mich noch an ein Detail. Mein Großvater, er war einmal physisch, also aber auch moralisch und geistig unglaublich starker Mensch. Er war sowas wie ein biblischer Patriarch, wie man sich das so vorstellt. Und ich habe damals auch nichts von Judentum oder irgendwas, habe ich keine Ahnung gehabt noch. Und ich hatte eine Sammlung von Flaggen geschenkt bekommen, alle möglichen Nationalflaggen. Mhm. Und komischerweise, obwohl Israel damals ja schon sozusagen der Erzfeind war für die Sowjetunion, da war eine israelische Flagge dabei. Und ich fühlte mich irgendwie, ohne zu wissen, warum oder irgendwas darüber zu wissen, sehr hingezogen. Und ich fing an, ich war zu Besuch bei meinem Großvater und ich fing an, sie überall rumzumalen, die israelische Flagge. Und mein Großvater hat es gesehen, war in Panik, absolut in Panik und hat das alles ins Feuer geworfen, weil das hätte, wenn jemand Falsches das gesehen hätte, das hätte schlimme Konsequenzen haben können damals. Und eine andere Erinnerung habe ich noch gehabt, es sprach ja keiner von uns Hebräisch und wie mein Vater oft heimlich hat, irgendwo im Untergrund oder von wo auch immer, einen Sprachführer gefunden und er hat Hebräisch gelernt, heimlich. Ja, und immer versteckt und ich habe es mitgekriegt. Ich habe natürlich jetzt nicht jemand erzählt oder was, aber das war für mich schon, also ja, das waren schon Erinnerungen an diese Übergangszeit, ja, der Abreise nach Israel. Dann muss ich ja die Eltern noch mal ganz kurz fragen, gibt es denn etwas, was Sie Ihren Kindern damals in dieser akuten Situation der Ausreise nach Israel bewusst nicht erzählt haben, um sie nicht zu verunsichern?
Ich werde Ihnen sagen, dass wir konnten das nicht sagen, Kindern, dass wir haben vor, nach Israel auszureisen. Das wäre es fast, die Kinder konnten zufällig irgendwo was sagen. Und das Ergebnis wäre, muss man nicht viel denken. Welches Ergebnis? Bestenfalls Sibirien. Genau. Bevor wir uns jetzt gleich über... Man überlebte das höchstens sehr starke Menschen 3 Jahre. Genau. Und schwere Arbeit und Früchte. Bevor wir gleich nach Israel schauen, wie es da war, hat mir Ramon Jaffe vorher gesagt, das nächste Musikstück, was wir hören, die Auswahl von Bachs Arioso hat den Hintergrund, dass mein Vater in Riga in einem Ensemble bestehend aus 16 Cellisten gespielt hat. Dieses Arioso gehörte zum Hauptrepertoire des Ensembles und ich, Ramon, habe es schon als Kind sehr geliebt. Deshalb wollen wir es jetzt bitte hören. Thank you.
Ramon, wir sind in Israel angekommen und Sie haben es ja vorhin schon kurz angedeutet, ohne ein Wort Ivrit sprechen zu können, kamen Sie dort an. Welche Erinnerungen haben Sie als kleiner Junge? Sie kommen in ein Land, dessen Sprache Sie nicht sprechen. Sozusagen, wie war das? Ja, das war alles andere als einfach am Anfang. So die erste Erinnerung ist ganz eigenartig, ist gar nicht so menschliche, sondern Natur, sondern von der Natur. Und zwar, was mich total erstaunt hat, wenn man aus einem nordischen Land wie Lettland kommt, die schnellen Sonnenuntergänge. Mhm. Das war so einer der ersten Eindrücke. Also in Lettland liegt ja ungefähr so, also Riga ist so ungefähr auf dem Breitengrad von Dänemark oder von Kopenhagen. Ja. Und dann plötzlich dieses Mittelmeer und innerhalb von einer Viertelstunde der Tag verwandelt sich in die Nacht einfach. Wir waren zuerst in einem Ulpan. Ulpan, das sind so Auffangzentren für Neuankömmlinge in Israel. Da wird man erstmal in dieses Leben eingeführt und man lernt die Sprache. Und wir waren auch in einem kleinen Dorf gewesen, namens Givat Ada. Und das war sehr, sehr schwer, weil es waren meistens Menschen, die dort gelebt haben, waren Menschen, die aus den arabischen Ländern kamen. Also die Sfaradim. Und da war leider, muss man sagen, eine ziemliche Diskrepanz und Kluft zwischen den jüdischen Menschen aus Europa, also hauptsächlich Sowjetunion, und den Menschen aus Marokko, aus Jemen und so weiter. Und das kann man verstehen auch, weil sie kamen früher und trotzdem lebten sie oft in ärmlichen Verhältnissen, während wir kamen und uns wurde sofort sozusagen ein besseres Leben zur Verfügung gestellt, weil einfach Israel damals schon wirtschaftlich weiter war als die 50er oder 60er Jahre. Und es war auch durchaus so, dass man muss auch sagen, und das habe ich damals nicht verstanden, aber später schon, dass die Menschen aus Europa sich durchaus auch sehr überheblich den Menschen aus den arabischen, den Juden aus den arabischen Ländern benommen haben. Ich würde das sogar als eine Art Rassismus bezeichnen. Mhm. Ja, das im Grunde, also natürlich nicht alle, aber es war doch spürbar. Ja. Und wurden oft mehr als Menschen zweiter Kategorie betrachtet, diese Menschen. Und natürlich, sie waren sehr frustriert darüber, dass sie nicht so gut wirtschaftlich dastanden. Aber man muss auch sagen, dass der Bildungsgrad niedriger bei ihnen meistens war. Später hat sich das natürlich ausgeglichen. Und ich musste mich in der Schule praktisch in jeder Pause in diesem Dorf, ich musste mich prügeln. Es war noch ein Klassenkamerad, der auch aus der Sowjetunion kam. Und wir mussten uns wirklich jede Pause prügeln. Und wir waren zu zweit und es waren so 8, 9, die sich auf uns gestürzt haben. Das war keine schöne Zeit gewesen. Dann sind wir nach Jerusalem weitergezogen und da hat sich das Leben normalisiert für uns. Mein Vater hat eine Stelle dann bekommen, meine Mutter auch, im Krankenhaus in Jerusalem. Und ab da war es eigentlich, fing ich an, mich wohlzufühlen im Lande. Und als Sie schließlich zurechtkamen in Jerusalem, Sie haben es beschrieben eben, also einigermaßen zurechtkamen, da geschah es, dass Ihr Vater in den Yom Kippur-Krieg musste als Soldat. Ja. Und wie haben Sie das als Kind erlebt? Plötzlich muss der Vater für Israel in den Krieg ziehen. Das war ein unglaublicher Tag eigentlich. Ich werde ihn nie vergessen, 6. Oktober 1973. Ich war draußen, es war eben Yom Kippur, das ist ja der heiligste Tag der Juden und das ganze Leben steht und selbst die Nicht-Religiösen respektieren das. Und plötzlich so gegen 9:30 morgens, glaube ich, war das so, Sirenen. Und was ist los? Es ist ja kein Radio, kein Fernseher, gar nichts. Und die schon länger dort gelebt haben, ach, das wird sicher Fehlalarm, ihr Neuanwanderer seid gleich so nervös und so. Aber nach ungefähr einer Dreiviertelstunde kamen die Sirenen wieder.
Und da konnte es ja nicht mehr sein, dass wieder Fehlalarm ist. Und erst einige Stunden später ist das Radio angegangen und ja, und da hieß es, dass Ägypten und Syrien Israel überfallen haben. Und ich erinnere mich noch, es waren so, wurden dann Parolen durch das Radio durchgegeben für die Einheiten. Das zum Beispiel, ich erinnere mich an eine immer, der Frosch hüpft. Ja, und solche Art Parolen. Und ja, und ein paar Tage später wurde dann mein Vater eingezogen nach Ägypten in eine Panzereinheit. Meine Mutter, die arbeitet am Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem und ich war die meiste Zeit mit meiner Schwester, ich war damals 10, meine Schwester war 3 und ich habe sie dann, also in den ersten Tagen des Krieges gab es keine Schule, keinen Kindergarten, aber dann ging es wieder los und ich habe sie dann zum Kindergarten gebracht, bin dann zur Schule gefahren und das war so diese Zeit gewesen. Und dann, damals hat sie sich auch, ist auch mein Interesse an der Politik erwacht durch diesen Krieg eigentlich. Darauf kommen wir noch. Donja Fee, wie sind Sie denn in so kurzer Zeit vom Musiker zum Soldaten geworden? Nun, ich werde Ihnen sagen, dass ich war in sowjetischer Armee vorher. Mhm. Es war so, dass ich sehr schnell gelernt habe, Panzer zu führen. Und als ich kam nach Israel, dann habe ich noch gehabt Zeit, kamen neue Panzer aus Amerika und moderne Panzer. Und musste man eine Woche, hat man Zeit gehabt, sich umlernen. Und dann habe ich gelernt als Panzerfahrer. Nun, ich muss sagen, dass unsere Panzer hat sehr großen Erfolg gehabt. Viele ägyptische und dann vorher syrische Panzer vernichtet. Und selbst wir haben keinen einzigen Schuss bekommen. Weil war fantastischer Kommandeur und die ganze Besatzung war fantastisch auch dort. Am Ende war Sieg. Elsa Jaffe und Don Jaffe, mich würde natürlich schon interessieren, wie haben Sie als Ehepaar in dieser Situation miteinander gesprochen? Schon wieder Krieg. Den Zweiten Weltkrieg überstanden, die Verfolgung, die Shoah, Stalin und Hitler und jetzt für Israel schon wieder im Krieg. Wie verkraftet man das? Wie geht das als Ehepaar? Wie spricht man da in so einer Situation miteinander? Wissen Sie, ich alleine bin sehr anpassungsfähig und nehme das Leben immer real, wie es ist. Die Umstände waren so, wir wussten, in welchem Land wir leben, in welcher Umgebung wir waren. Und in der Zeit, das war eine schwere Zeit, wie Ramon schon erwähnt hat, die Kinder waren praktisch alleine, weil der Donbar war in Armee und ich musste, weil das war ja Kriegszeit praktisch, den ganzen Tag im Krankenhaus sein. Da stand ich auch, meine Stationsschwester war Holocaust-Überlebende. Und als ich weigerte, die verletzten Terroristen zu behandeln, hat sie strikt mir Anweisung gegeben, dass die Patienten erstmal alle gleich sind. Ich habe aber einen Ausweg gefunden. Ich habe die Station wechseln können in die Orthopädie aus innerer Medizin. Und so habe ich das auch. Aber wie gesagt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und der Ramon war legendär in der Umgebung, weil als die Sirenen kamen ja ständig und er war immer, wir hatten bis vor kurzem noch ein Stühlchen gehabt und ein Kissenchen. Das hat Ramon für seine Schwester immer an der Hand gehabt und die waren ersten, dann hat die Schwester im Keller gerettet. Ja.
1974, ein Jahr nach dem Yom Kippur-Krieg, ist dann Familie Fee nach Deutschland gezogen. Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung? Sie waren ja noch nicht lange in Israel. Warum haben Sie dann gesagt Deutschland? Die Frage ist für mich, ja? Für Sie beide. Nur praktisch, ich würde sagen, das Hauptproblem in Israel war für mich, dass diese schreckliche Hitze. Ja, ich konnte den Sommer nicht durchhalten. Und der Sommer praktisch war dort 8 Monate. und ich konnte diese Hitze, ich bin Norder, geboren in Lettland, nordisches Land, ja. Das Land ist neben Finnland, ja, nur Estland ist daneben, Trent, ja, ein kleines Land. Und ich war der Sommer in Lettland, 24 Grad ist äußerst selten, ja, und das war mir schon zu heiß. Dann können Sie vorstellen, was bedeutet, wenn es 40 Grad ist es. Ja, ja. Ich habe sofort geträumt, nur Israel verlassen. Aber ich war patriotisch andererseits. Und das war für mich zu wenig. Deswegen bin ich doch 3 Jahre geblieben dort. Es kam so, dass war ein solcher, wie sagt man, Möglichkeit, dass mich hatte geändert. Eine Gruppe von Jugend, als ich abends ging raus, die waren aus arabischen Ländern, aber Juden auch. Ganz andere Gruppe. Und Israel damals bestand aus Juden aus verschiedenen Ländern, aus arabischen Ländern und aus europäischen Ländern. Dort war es großer Unterschied, ja, zwischen einer bestimmten schon sogenannte sogar fast Hass zwischen die beiden Gruppen. Ja, und die sind mich überfallen abends, aber ich war schon guter Kämpfer. Ich habe besessen einen Kampf, heißt es, militärische Sambo. Die Sowjeten haben in 20. Jahre voriges Jahrhundert entwickelt. Aber ich wollte Juden nicht schlagen. Dann habe ich sehr gut mich verteidigt. Und die haben sich gewundert, warum die kriegen keinen einzigen Schlag auf mich. Ja, und ich schlage nicht dagegen. Und auf diese Weise haben wir beruhigt beide Seiten. Aber dieser Vorfall war für mich so sehr, sehr schmerzlich. Mhm. Frau Jaffe, welche Gedanken und Gefühle gingen Ihnen denn durch den Kopf, dann doch zu sagen, wir gehen jetzt nach Deutschland, also mit dieser Geschichte? Ja, wissen Sie, das ist so. Erstmal dazu, was Don gerade sagte. Es war sehr große Abneigung gegen ankommenden sowjetischen Juden, weil da ging sogar der Slogan, dass die bekommen alle gleich geschenkt Volvo und Villa. Das war der gängige Slogan, ja, weil wirklich die Einheimischen, neben den Jerusalem war so ein Dorf, das hieß Asbestonim, und da waren wirklich die schwarzen Tiger, das waren die wirklich die Parias des Volkes. Und die Sowjetischen bekamen sofort Wohnung und in kurzer Zeit hatten die auch alle Arbeit.
Und deswegen ergab diese Diskrepanz. Warum Deutschland? Als ich meine diese schon oben genannten Oberschwester sagte, dass ich gehe nach Deutschland, sie zeigte mir nochmal, was ich ja schon jeden Tag ihre KZ-Nummer gesehen habe. Sie zeigte das mir nochmal und sagte, warum Deutschland? Die Welt ist groß. Ja, was sollte ich dann weiterzählen? Wie schon ich auch vorhin erwähnte, wo mein Mann ist, da ist mein Platz an seiner Seite, da ist meine Familie. Und wenn er das so entschieden hat, ich gehe mit ihm. Und so haben wir eigentlich sehr vorausschauend, wenn wir nach Israel blind gekommen sind, weil damals gab ja keine Möglichkeit für Information, dann nach Deutschland kamen wir ja schon ziemlich gesichert, weil Don zuerst hat sich schon als Konzertmeisterin bei Berlinischen Orchester den Platz gehabt. Und dann habe ich ihm ja schon im Vorfeld gesagt, erstmal die Situation sichern und die Familie kommt nach. Und so war das. Ramon Jaffe, Ihr Vater kannte die deutsche Sprache durch seine Mutter, Ihre Großmutter und mittelbar durch die jiddisch sprechende jüdische Gemeinde in Lettland. Sie aber kommen erst mit 11 Jahren, glaube ich, wenn ich richtig rechne, nach Israel, ohne ein Wort Ivrit zu sprechen. Und dann müssen Sie wenige Jahre später nach Deutschland, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ich bin mit 8 Jahren nach Israel. Wie fanden Sie das? Sie kommen jetzt nach Deutschland und können wieder die Sprache des Landes nicht, wohin Sie kommen. Ja, also das war wieder ein neues Erlebnis. Und eigentlich meine erste Begegnung mit Deutschland war noch bevor wir in Deutschland angekommen sind. Es war bei der Fußball-WM 1974, als Deutschland Fußballweltmeister wurde. Beckenbauer, Müller und so weiter. Und da wusste ich schon, dass wir nach Deutschland gehen werden. Und ich war totaler Fan der deutschen Mannschaft damals geworden. Und das war sozusagen meine erste Begegnung mit Deutschland. Ich war wirklich also voll für diese Mannschaft und habe mich wahnsinnig gefreut, als sie Weltmeister wurden. Aber als ich nach Deutschland kam, das war wieder eine völlig neue Welt für mich, weil vieles, was ich in Israel als selbstverständlich im zwischenmenschlichen Umgang schon erlebt habe. Es ist egal, ob das jetzt Familienfeste von Nachbarn waren, wo die ganze Nachbarschaft eingeladen war, oder überhaupt, wie man miteinander umgegangen ist. Ich weiß noch, so wenige Tage, nachdem wir in Berlin angekommen sind, in West-Berlin, ergab sich so eine Szene, da gab es ein paar Jungs, die spielten Fußball. Und ich wollte auch mitspielen. Und ich habe mich dazugestellt. Und in Israel wäre das absolut so, ja komm, spiel mit, ganz klar. Aber hier wurde ich überhaupt nicht beachtet. Wie eine Parkbank oder irgendwas war ich da. Und an diesen neuen menschlichen Umgang musste ich mich erstmal gewöhnen, ja, und mich einleben wieder. Also sehr reserviert. Diese doch ganz anders und doch reserviertere, also die erste Begegnung. Und das musste ich lernen erstmal. Sie haben mir ja verraten, dass Sie sich Israel nach wie vor stark verbunden fühlen. Sehr stark. Und ich frage Sie mal so, welche Wurzeln Ihrer Identität, wir reden ja heute auch ganz viel über Identität, sind in Israel geblieben? Also ich kann sagen, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich in Deutschland aufwachsen durfte. Aber ein großer Teil meines Herzens ist immer noch in Israel. Was ist denn in Israel geblieben? Dieses Lebensgefühl einfach. Es war, nachdem wir Israel verlassen haben, ich habe das Land dann erst nach 19 Jahren wieder besucht. Erst war ich noch zu jung, allein zu fahren. Dann war die Gefahr, dass ich in die Armee eingezogen werde. Und später als Student hat man kein Geld, irgendwelche Reisen zu unternehmen. Und so waren es erst 19 Jahre später, oder 19 Jahre vergangen. Und als ich im Ben-Gurion-Flughafen, als ich aus dem
Flughafen rausgegangen bin, zwar mit Serafinas Mutter, sie war damals noch nicht meine Frau gewesen, und es war plötzlich... Ich habe es überhaupt nicht erwartet, aber dieses Gefühl... Ja, das ist zu Hause. Ah ja. Das ist zu Hause. Mhm. Und das war für mich schockierend, dieses Gefühl, weil ich dachte, okay, ich komme dahin, treffe alte Bekannte, reise herum. Es waren Ferien einfach gewesen. Und ein zweites Erlebnis war auch, also für mich auch wie ein zweiter kleiner Schock gewesen. Ich bin an sich nicht religiös im klassischen Sinne. Das heißt nicht, dass ich an nichts glaube, aber ich kann mich keiner Religion anschließen. Und wir sind dann nach Jerusalem gefahren und sind natürlich in die Altstadt und auch an die Westmauer, und auf Deutsch heißt das Klagemauer, aber im Ivrit, das hat nichts mit Klagen zu tun, das Wort, sondern es ist einfach nur die Westmauer. Genau. Und da sind wir gekommen und da bin ich reingegangen und plötzlich kam dieses Gefühl, für mich unreligiösen Menschen, ja, das ist das Zentrum. Das ist wirklich die wahre Mitte. Ja. Und das war schon sehr starke Erlebnisse. Ich glaube, haben wir ein Problem mit dem Mikro? Ist es noch verständlich? Dann einfach, würde ich sagen, kurz wechseln, bevor ich weiterfrage. Oder genau, ihr tauscht einfach das Mikro. Genau. Sag einfach bitte nochmal die letzten. Ja, es war dann eben, als ich dann zur Westmauer, zur Klagemauer, sogenannten Klagemauer gekommen bin, dieses Gefühl vom im Zentrum des Wesens, des vielleicht des Menschen, sicher nicht für einen Inder oder Chinesen bedeutet das wahrscheinlich sehr wenig, aber für uns bedeutet das sehr viel. Und in diesem Zentrum zu sein, und das war für mich auch eine absolute Überraschung, weil das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass sowas kommt. Als Kind, als wir in Jerusalem gelebt haben, war ich immer wieder dort mal. Ich liebte die Schule zu schwänzen und stattdessen habe ich Jerusalem erkundet als Kind. Sehr gut. Serafina, nun muss ich natürlich fragen, Lettland, Israel, Deutschland. Welches sind denn für Sie wichtige Dinge, die Ihr Vater und auch Ihr Großvater Ihnen von dort, aus diesen Ländern sozusagen mitgebracht haben oder Ihnen in der Erziehung nahegebracht haben? Wir reden ja heute über Identität. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eben viel Migration auch passiert und viele Menschen sich ganz unsicher sind. Wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin? Mich würde das total interessieren, mit so unterschiedlichen Geschichten, mit denen Sie aufgewachsen sind, was machen Sie damit? Also ich muss sagen, besonders als ich klein war, immer wenn wir meine Großeltern besucht haben, ich habe auch Cello gespielt und mein Opa gab mir damals immer Cello-Unterricht. Mhm. Und am Ende endete jeder Unterricht darin, dass er mir im Prinzip mit mir ein Gespräch über das Leben geführt hat. Ich war 4 Jahre alt oder vielleicht 5. Ich habe das natürlich alles nicht verstanden, aber die Botschaft war immer, das Leben ist ein Kampf und nur die Besten überleben. Man muss immer der Beste sein. Und dieses Gefühl, das Leben ist ein Kampf, ich habe das damals nicht verstanden und fast jedes unserer Gespräche über das Leben endete darin, dass ich geweint habe, weil es für mich so starke Emotionen waren, auch von meinem Großvater. Ich habe es nicht verstanden, ich habe nur gefühlt diese Tragik, die in seinen Worten steckte. Mhm. Und es hat mich sehr lange beschäftigt und auch heute noch merke ich dieses Gefühl mich selber betrifft es jetzt nicht, aber diese Schwere, die das Leben haben kann oder die vor allem natürlich das von meinem Großvater hatte, meinen Großeltern. Und vom Vater, für Israel, die Identität, ist sozusagen der israelische Teil der Identität? Ich muss sagen, also ich spüre, dass mein Vater eine große Liebe zu Israel hat. Jedes Mal, wenn er die Gelegenheit hat, nach Israel zu fahren, für ein Konzert oder was auch immer, nutzt er sie und kommt strahlend zurück. Und ich merke dieses Gefühl, was er erzählt hat, dass er sich da zugehörig fühlt. Und ich muss sagen, ich war einmal in Israel und für mich, es war ähnlich. Es war irgendwas Besonderes. Ich wollte schon immer nach Israel fahren. Und es war vor, ich glaube, 6 Jahren, dass ich dann da war. Das war schon was Besonderes, weil ich so viel gehört habe von dem Land und auch diese Stimmung mitbekommen habe. Mhm. Sehr viel. Auch zum Beispiel,
über Kompositionen von meinem Großvater. Früher, als ich klein war, hat er, wenn er komponiert hat, hat er mir oft die Stücke vorgespielt dann am Keyboard und hat mir dabei erklärt, was gerade dieser Moment oder in diesem Moment, dieser Moment bedeutet für ihn in der Musik. Zum Beispiel ganz starke Erinnerung war für mich sein Werk Exodus 1971, eben genau das Auswandern von Lettland nach Israel. Noch heute, wenn ich dran denke, muss ich fast gefühlt weinen, wenn ich an dieses Stück denke, wie er mir so bildlich geschildert hat, dieses Gefühl, man verlässt Lettland, was man einerseits hasst, andererseits das Gefühl, man wird es nie wiedersehen. Dann kommt man in Israel an, was völlig Fremdes. Dieses Gefühl habe ich noch heute, obwohl ich das ja nicht erlebt habe und nur durch diese Musik und seine Worte. Das lebt schon sehr stark auch in mir, wenn ich dran denke. Genau, das Weggehen und Ankommen hat er ja in ihrer Familie wirklich, es geht ja wirklich durch die Generation. Liebe Serafina, ich weiß von Ihrem Vater, wir hören Sie jetzt alleine mit Händels Hafenkonzert. Und während Sie bitte schon dahin gehen, Händels Hafenkonzert hat mir Ihr Vater verraten, hat für Serafina persönlich eine sehr besondere Bedeutung, denn damit ist sie zum ersten Mal als Solistin mit einem professionellen Orchester aufgetreten. Damit hat sie auch ihren ersten Wettbewerbserfolg feiern können. Wir freuen uns auf Serafina Jaffe. Thank you.
Kurzen Runde noch. Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Intendant von Achawa, Martin Kranz, haben es ja eingangs gesagt. Morgen ist der 27. Januar, der Tag der Befreiung von Auschwitz vor 77 Jahren. Ich würde gerne Ramon fragen und Serafina, in Ihrer Arbeit als Musiker, gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, welche Rolle spielt für Sie in Ihrem Leben die, ich nenne das mal, die gelebte Erinnerung? Erstens würde ich noch gerne zu dem schönen Termin 27. Januar, Befreiung von Auschwitz, noch einen musikalischen schönen Termin. Es ist nämlich auch der Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart. Und ja, ansonsten natürlich, gerade als Kind meiner Eltern, lebt die Erinnerung sehr stark, auch wenn ich selber das, Gott sei Dank, nicht miterleben musste, diesen ganzen Horror. Trotzdem, auch als Kind habe ich auch in der Sowjetunion schon die ersten Anzeichen einerseits der sowjetischen Gehirnwäsche und andererseits aber auch erste Spuren des Antisemitismus erleben dürfen. Und es ist sicherlich ein anderer Kontext, den ich lebe, als meine Eltern. Und trotzdem, ja, es gibt viele Tonarten. Und trotzdem ist es Musik und so ist es auch mit dem Leben. Es gibt so viele verschiedene Elemente und Sichtweisen und Aspekte des Lebens. Und es ist trotzdem, wir leben ein Leben, alle ein Leben. Genau, Serafina, in Ihrem Leben gelebte Erinnerung. Also ich meine damit sozusagen auch das Erinnern an die Shoah, vielleicht jüdische Komponisten in Erinnerung zu rufen. Gibt es da etwas, was Ihnen besonders wichtig ist? Wichtig ist natürlich besonders auch daran zu erinnern und eben auch zum Beispiel mit der Musik meines Opas, was er mir immer wieder vermittelt hat, dass man immer weiter das im Kopf behält und aufzeigt auch,
Und zum Beispiel auch mit dem Stück, was wir jetzt gleich noch spielen werden, ganz am Ende. Für mich ist dieses Stück am Anfang, es wirkt wie ein, es ist im Prinzip wie ein Leben. Es wirkt mal melancholisch, mal fröhlich, aber es ist eher ein fröhliches Stück. Mhm. Und das Ende ist doch tragisch. Mhm. Und dieses Gefühl, was finde ich besonders viele jüdische Komponisten vermitteln, mhm. das sehe ich auch unter anderem dann als meine Aufgabe weiterzutragen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Donja Fee und Elsa Jaffe. Donja Fee, Sie sind ja nach Ihrem Ende, es klang ja schon an heute Abend, nach dem Ende Ihrer Karriere ja dann doch noch zum Komponisten geworden, um musikalisch das zu beschreiben, wofür es eigentlich keine Worte gibt. Was bedeutet Ihnen denn ein Abend wie dieser, den wir heute hier gehabt haben? Das ist ein fantastischer Abend und mir war es sehr, sehr beeindruckt, dieser Abend, weil ich habe gehört, auch mein Sohn und meine Tochter, Enkelin, ja, und sie ist mir sehr, sehr nah, wie wäre sie eine meine Tochter. Und ich freue mich sehr, dass sie lebt in einem freien Land. Ja, und ich hoffe, dass sie nicht erlebt alles Schreckliches, was ich in meiner Zeit erlebt habe und meine Frau. Frau Jaffe, ich möchte Ihnen auch noch gerne die Gelegenheit geben, Ihre Gedanken zu sagen zum Schluss. Ja, ich war sehr beeindruckt von den Aussagen unserer lieben Enkelin. Wissen Sie, wir leben heute, wir erleben alle eine sehr spannende Zeit, eine ungünstige Zeit, aber trotzdem, wir verlieren nicht die Hoffnung auf das Gute in jeder Hinsicht. Das ist fast ein gutes Schlusswort. Ich blicke jetzt zu Martin Kranz, um zu fragen, wollen wir noch das Publikum öffnen? Das wollen wir. Dann würde ich Sie gerne auch noch zu Wort kommen lassen, falls Sie mögen. Ich stelle mal eine These in den Raum, vielleicht mag jemand sich dazu äußern, aber vielleicht haben Sie auch ganz eigene Ideen, was Sie sagen wollen. Was ist denn für Sie das wichtigste Mittel im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus? Ein Thema, das uns ja alle in den letzten Jahren hier in Deutschland und auch in Europa vermehrt betrifft. Wir sehen es in den Medien, wir hören es, wir erleben es vielleicht sogar selber. Aber vielleicht haben Sie auch ganz eigene Gedanken, die Sie oder Fragen, die Sie noch an die Familie Jaffe stellen wollen. Dann ist hier die Gelegenheit. Bitte. Ich bin tief beeindruckt von alles, was ich hier gehört habe. Und während die beiden wunderbare Musiker gespielt haben, beobachtete die Gesichter der Eltern. Also das war so wunderbar. Und Kampf gegen Antisemitismus. Also es ist nicht ein Kampf. Es ist eine Überzeugung, die man vertritt, mit dem man sich praktisch identisch machen kann. Ich bin heute mit dem Zug aus der Schweiz hierher gereist und im Zug kam ich im Gespräch mit dem Chef des Speisewagens und mit der Kellnerin des Speisewagens. Der Mann ist 41, die Kellnerin ist 42 und ich erzählte kurz, wohin ich komme und ich habe die beiden gefragt, ob sie wissen, was der Holocaust war. Zwei erwachsene Menschen. Der Mann kam aus Kirgisistan, also er ist hier geboren, aber seine Eltern stammen aus Kirgisistan.
die Frau aus Serbien. Sie leben hier, beide sind deutsche Staatsbürger und gingen hier zur Schule. Mhm. Und ich habe gefragt, ob sie wissen, was der Holocaust war. Zwei Menschen starrten mich fassungslos an. Sie haben das Wort Holocaust noch nie gehört, bis heute Abend. Aber heute Abend haben sie einen Kurs bekommen. Einen Crashkurs, aber detailliert. Und so tief, also ich traf mit einem Mann in diesem Mensch aus Kirgisistan, der Erinnerungen seiner Großmama erzählt hat. Sie waren vertrieben aus Deutschland zurück nach Sibirien, also das war auch sehr eindrückliche Erlebnisse. Und ich erzählte über die Shoah. Der Mann war offen und der staunte. Und wir sind so tief im Gespräch vertieft geworden, dass er plötzlich schrie auf, das ist schon Erfurt. Und ich sprang aus, das war noch Gotha. Aber ich habe seine Mailadresse. Er hat mich gebeten, bitte schicken Sie mir einen Link. Vielleicht kann ich morgen hinschauen oder einen Link von Ihrem Film. Also, war es ein Kampf? Nein. Aber irgendwie ein Schritt weiter. Da waren zwei Menschen oder da war ein Mann. Ich habe einen Mann vielleicht aufgeklärt oder gewonnen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist es. Genau. Das zeigt, wie wichtig. Das zeigt, wie unendlich wichtig solche Abende sind. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Martin Kranz, dass er das möglich gemacht hat. Es ist wirklich sehr selten. Ich kann nur sagen, es ist ein großer Glücksfall, dass Familie Jaffe auch bereit war, sich zur Verfügung zu stellen, hier Auskunft zu geben. Ich höre gerade, es gibt noch eine Meldung im Publikum. Genau. Bitte sehr. Kleinen Moment noch. Kein Problem. Also mein Name ist Kevin und ich komme aus Weimar und mir ist es besonders wichtig, welche Verantwortung haben wir als junge Menschen, damit das Gedenken auch in der Zukunft noch wachgehalten werden kann. Ich denke eben genau das, drüber reden, aufmerksam machen, weitervermitteln an die jüngeren Generationen, wenn ich das so sagen kann, ja. In Zukunft. Ich denke, das ist genau der Punkt. Ich denke noch, dass hinzu kommt noch, dass man immer, egal von wo der Mensch kommt, welche Hautfarbe, welche Herkunft, welche soziale Schicht, dass jeder Mensch verdient sehr, sehr viel Respekt. Und dass man, egal auch, ob es jüngere Menschen sind oder Menschen, die, sagen wir schon, ein gewisses Leben gelebt haben, dass dieser Respekt, den man jedem Menschen begegnen sollte, das sollte man immer beachten. Herzlichen Dank. Ich würde gerne zum Schluss die Serafina noch fragen. Ich habe hier ihren Großvater gerade gefragt, was ihm nach dem Ende seiner Karriere, nachdem er also zum Komponisten geworden war, um musikalisch das zu beschreiben, wofür es keine Worte gibt. Und was bedeutet denn für Sie so ein Abend wie dieser, sozusagen durch diese drei Generationen? Es ist für mich sehr berührend in dem Sinne, weil natürlich spüre ich jetzt nicht jeden Tag die Geschichte meiner Familie. Aber in so einem Moment wie diesem ist es nochmal ganz anders präsent und berührt mich auch. Und da spüre ich auch nochmal, was meine Großeltern, meine Eltern auch durchgemacht haben. Ihr Großvater hat ja
Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, das jüngste Werk von Donia Fee, die kleine Suite Opus 24, also eines seiner jüngsten Werke. Und das ist von ihrem Großvater für sie beide geschrieben. Und das wollen wir jetzt bitte gerne hören. Vielen Dank.
Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vor allen Dingen möchte ich mich bei der Familie Jaffe bedanken, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben, aber vor allen Dingen eben auch Ihre, ja, die Kompositionen von Don Jaffe. Und Don Jaffe, ich weiß, dass Ihnen das sehr am Herzen liegt, aber Exodus 1971, Ihre Komposition Shoah, die Komposition, die wir eben gehört haben, das sind ja Dinge, die bleiben, und das sind Dinge, die in die Zukunft weisen. Und umso schöner ist es, dass Ihr Sohn und Ihre Enkeltochter das spielen und mit dieser Musik uns auch teilhaben lassen. Ich fand, das war eben sehr deutlich, auch an den Schrecknissen dieser Zeit, aber auch an der Zukunftsgewandtheit. Das kann, finde ich, die Musik manchmal vielleicht besser transportieren, als wir das mit Worten können. Ihnen allen danke ich sehr herzlich, dass Sie hier waren, und vielleicht war es ein nachdenklicher Abend. Uns würde es freuen bei Arava, und ich denke, es gibt noch viele Projekte in dieser Richtung, aber eine Familie, wie Sie es heute erlebt haben, ich glaube, das ist schon ziemlich einzigartig. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank. Ja, wir danken und einen guten Nachhauseweg, einen guten Abend und morgen hier viel Erfolg in Berlin und uns einen guten Tag. Danke. Dankeschön. Und David, danke schön, dass du das gemacht hast. Danke.